Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Railroad. Wir sind heute beim Basel SBB Bahnhof. Ja, mal vorlesen. Der Bahnhof Basel SBB ist der größte Grenzbahnhof Europas sowie der größte und wichtigste Bahnhof der Stadt Basel. Es fahren Züge in die Schweiz, nach Italien und nach Deutschland sowie die TGVs nach Frankreich. Regionalzüge ins Elsass fahren von Basel SNCF, dem elsässischen Bahnhof, der dem Bahnhof SBB angegliedert ist, aber über eine eigene Bahnsteighalle mit eigenen Gleisen verfügt und durch eine Zollschranke vom Bahnhof SBB getrennt ist. Ein Großteil des Fernverkehrszüges sowie eine S-Bahn-Linie und einzelne andere Nahverkehrszüge nach Deutschland enden oder beginnen hier. Sie halten zusätzlich im Badischen Bahnhof, dem zweitgrößten Bahnhof der Stadt, welcher von der Deutschen Bahn betrieben wird. Und weiter dürfen die meisten Züge von der DB auch gar nicht fahren im Moment. Mit durchschnittlich rund 96.000 Bahnhofbenutzern pro Werktag war Basel SBB 2021 auf Platz 6 der meistfrequentierten Bahnhöfe der Schweiz. Ja, Features, fast 7 Stunden Gameplay, bitte entschuldigt, von 4 bis 10.45 Uhr, 172 Züge aller Kategorien und Bahnhöfe auf der Karte, Basel SBB, Basel SNCF, Basel Güterbahnhof, Muttenz, Barteln, Dreispitz und Münchenstein. Der Lambertschierbahnhof Basel-Muttenz befindet sich theoretisch auf der Karte, aber ich habe ihn ab nur die relevanten Zugangspunkte hinzugefügt. Schwierigkeit 4 von 5. Ja, ich werde keine ganzen 7 Stunden hier drin spielen, aber wir werden es uns mal anschauen und wer weiß, wenn es euch gefällt, geht dann einfach in den Workshop, holt sich das selber und spielt einmal Dugach. So, einmal laden. Das ist die ganze Überschauung. Ich mache mal ganz kurz Pause. Also da ist der Basel Güterbahnhof, der hat hier mehrere Gleise, das sind die hier, was da reingeht. Da oben ist der Badische Bahnhof, Basel SBB an sich, Basel SNCF hier oben, da geht es nach Frankreich, Basel Dreispitz, dann haben wir Münchenstein, dann von Laufen sind Nachlaufen und da war es mit Rangierbahnhof. Ebenfalls Rangierbahnhof Einfahrt, da geht es nach Liestal und da geht es nach Pratteln. Gut, die erste Sache, die ich hier gleich schon mal einstellen werde, ist Züge Auto-Reverse machen wir jetzt hier mal. Und das gleiche hätte ich auch gern hier. Södele. Weil ein paar Züge von hier natürlich auf die Stumpfgleise da rein, die sind automatisch drin. Und dann würde ich sagen, geht's schon los. Also, wir können uns bei den Zügen hier aussuchen, wo sie reinkommen. Und das ist auch ganz gut so. Wenn wir die nämlich falsch schicken, dann kommt die nicht auf ihr Gleis. Der möchte auf Gleis 3, das ist da oben. Also kann er hier rein. Einmal rein auf Gleis 3. Und jetzt in der Früh ist halt vor allem die Bereitstellung. Und da geht dann später langsam der Verkehr los. Da der nächste Gleis 5. Auch da oben rein. So ein bisschen was Längeres. Der muss auch pratteln, also wird der schon mal wenden. Gleis 4. Kommt da rein. Darf dann auch einmal wenden. Gleis 17, da haben wir jetzt genau so ein. Gleis 17 ist nämlich ganz da unten. Und dann würde ich sagen, schicken wir den da rein. Ja, auf Gleis 17 bitte, Dankeschön. Hätten auch da hinten reinlassen können. Wie man es halt nimmt. Oh, der müsste sich dann auch von alleine drehen. Ja, sehr gut. Er fährt nach Basel Dreispitz, das ist hier unten. Es hat hier Sensoren drin, aber die werde ich fürs erste Mal nicht benutzen. Und die Züge da oben stehen jetzt noch eine ganze Weile. Und es ist auch ziemlich früh. Sollten aber noch ein paar reinkommen. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Bis ich dann einen Fehler mache. So, die S1 wird dann gleich mal abfahren in 4 Minuten. Ich glaube, da mache ich schon mal die Fahrstraße. Nach Muttenz Gleis 4. Das heißt, wir fahren hier 1 runter. Gleis 4 ist hier oben. Und dann geht es nach Pratteln Gleis 5. Das ist einmal hier so. Und der Zug
Hat freie Fahrt. Sehr gut. Einmal ein bisschen Vorspul noch. Weg ist er. Upsele, jetzt kommen gleich zwei. Du musst auf Gleis 3. Dann kommst du hier oben rein. Und dann gleich einen zweiten Kandidat, Gleis 12. Weißt du was, dann kommst du mal hier rein auf Gleis 12. Fährt nach Liestal, also der wird wenden. Der tut es dann oben eh automatisch. Sonst dann übersehen? Nein. Wunderbar. Ach, bitte. Und der nächste. Gleis 2. Kannst du haben. Bitteschön. Ach, der fährt in den Badischen. Oh, was Neues hier oben. Noch ist alles pünktlich und es soll auch genauso bleiben. Von wo? Ach, von da. Da wäre nach Prateln Gleis 2. Ja, dann fährst du so. Viel Spaß und tschüss. Du bist da als CX. Keine Ahnung, was CX ist. Aber wird schon eine Güte zu sein. So, er hier will nach Prateln Gleis 5. Alles klar, gerade Ausfahrt. Von daher über 4. Und da sollte die Fahrstraße kommen, sobald der durch ist. Klingelt schon wieder. Gleis 6. Kommst du mal hier rein. Und wirst auch wenden. Dankeschön. Minute, und dann kommt die S3. Die was dann hinterher düsen will. Kann ich eigentlich auch schon mal einstellen. Du fährst dann nach Prateln 2. Ah, ja, komm. Hallo. Erst auf die 2, also geradeaus. Werde das schon mal eingestellt. Sehr gut. Oha, die Deutschen kommen. ICE Basel SBB Gleis 7. Einmal Unterführung. Gleis 7. Und uns dann hier schon mal wenden. Wo ist der nächste? Prateln Gleis 2. Ja, weißt was? Fährst du da mal kurz, dann fährst du nach da oben und dann fährst du nach da. Dann machen wir das ein zweites Mal. Da hinten werde ich bestimmt noch mal einen Fehler machen. So, der ICE ist da. Soweit im Plan. Basel SBB Gleis 3 ist belegt, mein Junge. Also, du kommst jetzt mal da unten rein und wirst erstmal warten. Wann musst du da sein? 10 nach 5. Du fährst dann ab. Um eine Minute vor 5. Das ist aber doch geil, weil ich da Züge zwischenparken muss. Du bist dann Schäferhof Muttens Echo 2. So. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, du kriegst keine Strafe. Nee, sieht nicht so aus. Prateln 2. Ja, ist ja gut.
Gut, sind unterwegs. 11 Minuten, 13 Minuten, 13, 9 Minuten. Da unten geht als erstes. Gleis 5, kannst oben rein, komm da rein, fährt nach Liestal, also bei dir auch einmal wenden. Acht Minuten noch. Ah, von da unten. Du willst nach Glasl GB Gleis 6. Das ist hier. Das ist easy, komm her. Oh, tschüss. Der nächste, der will East halt direkt. Was dann kommst du hier rein, fährst da rein, tust wenden und dann schickt man den gerade mal raus. Warte mal, Liestal, ich habe den 6 Minuten. Die X. 6 Minuten Vorsprung. Mal schauen, das glaube ich. Ja, da meine größte Nähe. Ich spiele der Tunnel da. Der ICE sollte eigentlich zuerst rennen. Man hat mega Vorsprung. 5 Minuten. Was wärst du? Du wärst 160. 160? Ja, komm mal, Junge. Ich gehe das Risiko ein. Du fährst jetzt mal vor dem Intercity. Hallo. Danke. Ah, scheiße, falsches Gleis. Na gut, dann hier noch mal nach oben. So, da Muttins Gleis 4. Machen wir das auch mal. Und dann geht's weiter nach Bratton 5. Alles klar. Die 4 und die 5. Passt, zwei Züge erledigt. Und dann kann der mal auf Gleis 3 nach oben. Junge, schön Gas geben, ne? Oh, den hätte ich jetzt fast vergessen. Drei Spitz Gleis 2. Und dann auf Gleis 1 da hinten. Gut, und als nächstes kommt dann der Intercity. Ja, wenn es ausgeht, kann der nochmal schnell rausrangieren, bevor der Intercity ausfährt. Auch wenn ich da noch Zeit habe, denn... Ja, 15 bis 25. Und der nächste. Gleis 10. Machen wir hier. Weiter auf Gleis 10. Oh, der Chevy. Gleis 5. 1, Gleis 5. Viel Spaß. Kann ich mal Foto machen. Zwei Minuten. Shit. Vorsprung ist gar nicht mehr so geil. Das war ja wieder das Falsche, ne? Ja, gut, was soll's? Einfach nur mal so. Könnte noch. Ich mach mal was Böses. Erst dann da rein. Erst dann da so.
dem ersten überholen. Der Güterzug wartet da und fährt dann hinterher. Aber ich habe das Signal zurückgenommen. Gleis 2. Kannst mal hier oben bleiben. Ja, ich weiß. Und der will Badischer Bahnhof. Ah, wir lassen zuerst ausfahren. Also Badischer fährst mal hier so. Alles gut, du kriegst noch deine Einfahrt. Du stehst aus falsch rum. So. Aber der nächste hin, Gleis 9. Kommst mal hier hin. 520. Vom Liestal, Intercity. Dann kommt der da. Nö, 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 nö. Du wartest. Komm, fahrt's mal aus hier. Oh geil, Doppelausfahrt. Also, wir machen zuerst mal Gleis. Nee, wir machen zuerst Gleis 2. Dann kommt er hier, weil er wird das nächste frei. Und dann kommt Gleis 3. So der Plan. Du bist hier, also, was sind das, 18, ja, 18 Minuten. Coole Sache. Ersten zwei fahren raus, das war eine gute Entscheidung. Wessen du dann hin? Batteln. Wenden. Auch im Badischen. Batteln, alles klar. Und hier gibt es dann gleich die Überholung. An J-Bahnhof. Und zwar Echo 1. Ah, das ist easy. Und tschüss. Ah, noch mehr. Du bist auf Gleis 11. Okay, komm mal runter. Das Elf ist da unten. Und dann fährst du hier so rein. Und der fährt dann wieder retour. Also Wenden schon mal aktivieren. Dann läuft es 26:14, 16, 5 Minuten, 7 Minuten, 5 Minuten, Radeln 5. Können wir eigentlich schon mal einstellen? Wunderbar. Und der nächste. Ebenfalls auf Echo 1. Ja, das sind natürlich die einfachsten Fahrstraßen hier. Tschüss. Hä? Wo denn? Ach, da. 3 Spitz 1 und 16. Komm. Hallo. 16. Sehr gut. Cool, der ist jetzt auch losgefahren, also das sollte passen. Ja, die werden sich da unten vermutlich auf den Senkel gegangen werden. 160 fährt er jetzt. Der ist am Gas geben. Geht, fast forward. Jetzt kommen wir dann gleich in die Rush Hour rein. Und 4 Minuten. Badisch. Wer ist dann bitte so? Wo willst du hin? Ich bin nach Frankreich. Okay. Können wir machen. Ist gerade frei. 13 Minuten. Das kriegen wir unter 13 Minuten hin. Ja, Express FTL. Oh, da auch nicht. Du würdest gern auf die 1. Dann hast du leider Rio. Machen wir das so.
Ja, mehr gibt's gerade nicht zu tun. Sieben Minuten als nächstes. Er fährt in 8 Minuten weg. Alles klar. Wo willst du hin? Gleis 12. Dann kommst du hier unten rein. Gleis 12. Dankeschön. Erst Liestal. Also wenn denn. Ja, ist schon ein großer Bahnhof. Nicht der schönste Bahnhof, aber ein großer Bahnhof. Ich weiß gar nicht, welchen Bahnhof ich als schönsten deklarieren würde. Also ich glaube, von den großen Bahnhöfen glaube ich... Ja, ich würde sagen, es ist Zürich. Gefolgt von Olten. Dann hätte ich gesagt, es ist Basel und dann Bern. Und Bern sieht man halt leider nicht sehr viel und jetzt halt noch weniger mit der Baustelle. Aber es gibt natürlich viel schönere kleine Bahnhöfe, die auch entsprechend dekoriert sind. Aber das seht ihr jetzt nicht. Schauen wir uns mal nur die großen Bahnhöfe an. Oh, meine nächste Arbeit. Du fährst dann mit den Spratteln 5. Alle klar. So, lege ich mir da gleich mal was Permanentes hier rein. So, und tschüss. Ist erledigt. Der Rest steht hier noch ewig. 5 Minuten. Ich glaube, ich gebe dir das schon mal. Gleis 3. Einfahrt. Dann du Ausfahrt. Machen wir das so. Aber der Tunnel da, der verbindet sich mit dem da unten. Okay, das ist noch gut to know. Da hätten wir auch so einen Zug schicken können. Gar nicht gesehen. Mutens 1. Ach, da fahren wir doch einen Tunnel durch. I see. Und dann Gleis 17. Gleis 17, kommen wir da runter? Ja, müsste eigentlich. Einmal über das ganze Feld hier runter. Ja, genau. Schick Gleis 1. Okay, viel Spaß. Wo bist du hin? Gleis 15. Oder da unten. So was, dann nehmen wir das mal kurz zurück. Gleis 15. So was, wieder vergessen. Gleis 17 für den da oben. Liestal Gleis 2. Nehme ich diesmal das obere. Ja, mache ich. Liestal. Fährst du dann bitte so? Cool. Auch der ist erledigt. SB Gleis 8. Bist du irgendwie ferner auch wieder in Intercity? Gleis 8 ist hier oben. Machen wir den zuerst auf Gleis 8. Ah, der steht ja sowieso da noch, also ja. Und dann nochmal Gleis 17. Läuft.
Ja, macht Spaß. Macht Spaß. Gefällt mir. Ist auch ein schönes Layout hier. Oh, ganzen Fahrstraßen gehen auf. Wird dann auch noch Lieszahl. Alter, 42 Minuten steht die da im Bahnhof. Ja. Wenn man die Gleise natürlich hat, kann man das machen. So, ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Wir machen da mal weiter. Ja, da kommen auch schon die nächsten Züge von Basel-Badischer SBB Gleis 5. Gut, Gleis 555 ist da oben. Erst du wieder retour? Ja, natürlich. Also einmal wenden. Bei dir brauche ich nicht wenden zu sagen. So, die sind alle versorgt da hinten. Können wir hier noch ein bisschen Gas geben. Und die nächsten. Gleis 14. Hier unten rein, bitte. Warum ist es so weit nach hinten? Was besonders an Gleis 14? Okay. Intercity. Sollte auch wenden. Aha. Progress. Moment mal, diesmal könnte man aber in den Tunnel reinfahren. Und dann darauf. CX. Ist das ein Güterzug oder ist das ein Leerzug? Kann man der Nummer schlecht sagen. Nächste Abfahrten 3 Minuten. Mutensgleis 4. Und einmal hier so rauf. Und Paddeln 2. Alles klar. Der fährt da hinten einmal geradeaus. Glaube ich, das erhalten kann. Weiter. Ja, natürlich nicht. Wo bist du hin? Mutensgleis 1. Das heißt, wir fahren. Aber ich kann doch halten. Cool. Und dann weiter auf Gleis 6. Das wäre einmal geradeaus. Gut, gut. Wobei der Intercity 3 da nach Lieszahl, glaube ich, zuerst rausfahren wird. Okay, wir nehmen das nochmal zurück. Lieszahl, was warst du fest? Auch da oben. Da gerade. Ja, komm. Dass ich manchmal diese Blöcke nicht auswählen kann. Sag mir nochmal 6. Okay. 6. Oh. Warte ich ja. War ich vergessen hier. Ich frage mich, ob da dann noch ein bisschen Rangieren kommt. Indem es da hier die ganzen Sensoren hat und man hier wieder zurücksetzen kann. Könnte schon noch sein. Ist was? Er ist ja doch da. Muss ja schneller raus. So, dann muss ich nur noch das da mal wegmachen.
Falsch. Du musst nach da oben. Du fährst dann da so lang. Muss er halt einmal über die Weiche fahren. SVB Gleis 6. Gut. Haben wir den nächsten Kandidaten für den Badischen? Minute. Wie schnell fährst du? Kannst du ein bisschen schneller fahren? Der fährt noch 120. Und wir haben noch eine SBL. Nee. Das muss ich auch wieder wegnehmen. Also, schau mal auf. Du schaust nach da oben. Und einmal da rein. Und da. Sehr gut. Und dann fährst du auf Gleis 6. Schutsch. Ich habe auch noch einen mit Pratteln. Na, wie soll das denn gehen? Ja, der fährt halt immer so rauf. Ja, da fährt der ICE vom Interregio. Ja, geht nicht anders. Schade, dass die jetzt die gleiche Abfahrt haben. Was Gleis war? Ja, Gleis 11. Das stimmt schon. Oh, wow. Basel 3 Spitz. 2 und dann auf die 1. Sehr gut, erledigt. Jetzt ist Erhard genau da drin. Ja, wann musst du da sein? Um 5:41. Oh, Entschuldigung. Jetzt haben wir natürlich Ausfahrt. Hab's leider übersehen. So, Pratteln Gleis 5 mit einstellen. Sie wegen der nix. So, du hast auf das eingestellt. Dann fährst du hier so. Ja, Gleichzug. Pratteln 5 nach da oben. Wunderbar. Ich weiß nicht. Ja, was kommt zuerst? Ja. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen doof. So, wo musst du hin? Gleis 15. Ich muss hier unten rein. Ach shit, das ist ja noch belegt für 5 Minuten. Ah, Gleis 4. Das ist aber frei. Hier rein. Gleis 2. Eigentlich wäre es doch gegen Gleis gar nicht mehr so doof gewesen. Gleis 2. Und noch einer für die Stall. Oje. Ah, da hat schon ein paar coole DKWs hier drin. So, bringen wir den mal. Achso, na, warte mal, geht er gar nicht. Der fährt oben ein. So, 15, 4 Minuten, 2 Minuten. Ich glaube, ich mache für den noch die Fahrstraße. Du fährst. Du fährst so. Und einmal so rauf. Puff, 1:50, da haben wir noch über 10 Minuten. Die bleiben auch noch lang.
Wieso bist du... Ja, okay. Gut, fast forward bitte. Drei Spitz auf die 2. Einmal so. Warte mal, fährst du dann auf die 1 weiter? Ja. Häusen, einmal auf die 2 und dann auf die 16. Das machen wir. Moment. Drei Spitz 1, na das dort. Das war schon richtig. Und dann auf die 16 runter. Wo kommt der nächste? Hier. Basel SBB Gleis 9. Und hier raus, alles klar. Gleis 9 wäre dann da rein. Kann ich das schon mal reingeben? Ja, müsste eigentlich gehen. Und dann schicken wir mal 15 da rein, sobald es frei ist. Gut. Auf, alles unter Kontrolle. Einmal fast forwarden, bitte. Ja, von da. Portland 1, Mutens 1, Bronzen SPB Gleis 17. Ich muss auf die 1. Ja, passt. 1 Gleis 17. Komm vorbei, der Kollege. 1. Und 17 müssen wir noch warten, müssen wir das einstellen. Du fährst auf die 9, das ist aber richtig eingestellt. Das wird hoffentlich er gleich seine... Alter, was ist denn los? Weiß 11. Na, jetzt geht's aber los hier. Der kommt hier zuerst rein. Ah, Deutschland zuerst. Gleis 11. So. Wo ist der andere? Ach, da. Gleis 5 und fährt dann da wieder rein. Okay. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Er muss dann da hier rein. Gleis 5 ist besetzt. Aber da fährt er nach Badischen raufs. Bitteschön. So, Kollege aus Deutschland, gib Gas. Nein, der hat seine Vorstraße zuerst gekriegt. Wir machen das so. Ich will ihn da jetzt weg haben. 1,50. Muss er halt einen Moment warten. So, Intercity for Interregio, Gleis 9. So, so. Wo ist der andere Kollege? Da kommt noch, das braucht noch, bis der andere kommt. Ja, doch, ich muss schon sagen, das macht mir Spaß. Mittens und Boden, du fährst dann. Oh, die von Forst zeigt gleich weg. Ah, ich brauche das Gleis da. Shit, ich muss da rauf. Aber kannst du dir da nicht anders fahren? Kannst du nicht irgendwie mal nach oben so rüberfahren? Ist das... Ah, warte mal, ich kann es vielleicht zwingen, wenn ich das so mache. Wenn er jetzt hier nach oben fährt, ja, dann mach das. Kollege, ich weiß. Geh gleich weiter. Crowdy hier. Kollege, du warst Prateln 5 dann. Möchte ich dir auch mal weiter. Basel 17. Bist du fest dann.
hier hin und auf die 17 runter. So, läuft. Ach nö, Gleis 7. Ja, dann kommst du hier rein. So, hätte beigestellt. Oh, geil! Paralleleinfahrt. Nehmen wir es aber auf Gleis 5. Das heißt, auch dich kann ich schon mal einstellen. Müssen eh die beiden erstmal weg, bevor der einfahren kann. Ich kann noch ein bisschen vorspulen. Nein, ich habe drehen vergessen. Ah. Das wäre natürlich auch noch geil, wenn die Züge das irgendwie schnallen würden, dass sie drehen müssen. Und dass sie das irgendwie von alleine tun. Das wäre halt noch hitverdächtig. Ich glaube, sonst habe ich jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Die sind alle fertig. Wir schauen mal bei den nächsten Abfahrt nach. 8 Minuten, 3 Minuten. Der will nach Liestal. Das ist ja der nächste. Der Liestal gehst du dann hier nach oben. Erst dann hier so entlang. Dankeschön. Ja, da könnte man eigentlich so eine Permanenzstraße machen. Und auflösen, wenn man es dann nicht braucht. So, Kollege, du musst auch drehen. Du musst auch drehen. Du musst ebenfalls drehen. So, sollten soweit alle richtig sein. 17 bei dir, ja. Du auch drehen, dankeschön. Oh, von wo? Ach, von da. Gleis 14. Bitte schön, rein mit dir. Gleis 14, 14, 14. Oh, scheiße, 14 steht was drin. Werde aber gleich mal weg. Passt. Dann haben wir hier Gleis 12 über 4. Was? 12 über 4? Da prattelt. Prattelt, Gleis 4. Hä? Okay. Nee, halt. Nein. Shit. Das war jetzt böse. Okay, interessant, dass er auf die 4 will. Aber von der 4 geht's dann auf die 12. Ja, Kollege. Lieber Eurocity. Ich darf nicht, dass sie die warten. Hätte noch andere Gleise gehabt. Fahrplan sagt was anderes. Oh, hast du nichts mit 4 Minuten da unten? Wieso bist du da oben fahren? Gleis 4 und dann fahren wir runter auf Gleis 12. Sagen, du kommst dann irgendwie hier runter. Kannst jetzt natürlich nicht alles einstellen. Weil er fährt ja noch auch oben in die Richtung rein, also muss er da bei den Gleisen runterkommen. Du fährst Badischen. Kann ich dir jetzt schon mal geben. Weg mit dir. Ah. Wieder ein TGV. Ah, ne. Du fährst Gebi Gleis 7. Gebi Gleis 7, das ist da. Ich würde mal sagen, wir fahren so. Oh shit, ich komme da nicht. Nein. Alter, wieder in letzter Minute. Oh shit, ja, du kannst nicht weiter. Du musst noch Plattengleis
Warum wollen die Aule noch 4? Ah, Chat, schon wieder falsch. Ah. Kollege aus dem Weg. Moment. Wir haben ja da die Verbindung. Ihr könnt über den Rangierbahnhof fahren. Na, wir machen das jetzt so. Was war das? Gleis 12. Und dann da rein. Shit, und er muss jetzt auch wegfahren. Nee, Moment, das ist jetzt blöd. Er hat jetzt gleich Abfahrt und fährst hier nach oben. Und dann kommst du auf Gleis 12. Ach, Mann. Nee, Moment mal. Ach, was bin ich denn für ein Vollhonk? Parteln 4 war das, nicht Muttens 4. Das ist doch total... Da, Muttens 1. Ach, Mann, ich... Oh, ich hab mich verguckt. Ja, okay. Ja, jetzt, Muttens Gleis 1 wird jetzt ein Gleis 4. Außer... Wir machen das nochmal so und schicken dich da einmal runter. Mann. Das war so klar, dass ich das dann irgendwann verhau. Aber es hätte schlimmer sein können. Das ist so weit vorne, die Züge. Aber du fährst dann hier weiter. Rein auf die 4. 4 und noch fährt er auf die 2. Die werden sich das erstmal kurz knutschen. So, 3 Minuten. Ach, no. Jetzt habe ich natürlich einer, der nach Liestal fahren will. Ach. Es ist gerade etwas ungünstig. Ich glaube, ich muss den über den Rangierbahnhof schicken, damit das Gleis da schneller frei wird. Ach, shit. Nein, der fährt jetzt in ein paar Sekunden los. So. Oder fährst du erstmal unten, Meister Liestal? Nee, du musst dann schon hier rein. Shit. Und von unten kommt auch einer. Baselgleis 5. Das ist jetzt alles ein bisschen uncool. Shit. Du musst ja auch rausfahren. Ja, du musst jetzt leider kurz warten. Jetzt kriegt der SBB offiziell Verspätung. der fährt da nochmal rein, der fährt da nochmal rein. Komm, wisst was, machen wir das mal so. Dann fährst du da rauf. Ja, sorry, dass du das mit auf den Rangierbahnhof donnerst. Die haben da bestimmte Gaudi mit dir, dass die dich da sehen. Ach, ja. Genau hinschauen, das wäre halt schon nicht verdächtig. Okay, aber ich würde sagen, an der Stelle werden wir es mal lassen mit Basel. Ich werde dann ein bisschen weiterspielen. Die Karte macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Hat ein schönes Layout und wir hätten ja noch 138 Züge. Also da kann man sich gut austoben. Ich frage mich, ob da noch eben speziell noch Rangieraufgaben oder sowas kommen. Ich glaube, ich werde später noch ein bisschen weiterspielen. Aber fürs Video soll es erstmal gewesen sein. Habt ihr mal Basel gesehen, zumindest der Anfang. Und inklusive mit meinem Chaos dazu. Also das war jetzt eine super Übung. Oh ja, die schauen sich jetzt gleich an. Gut. IS3. Wartet mal ganz kurz. Ah je. Nee. Ich
Stimmt. Aber doch, jeden Fall, Daumen nach oben von mir. Ich würde sagen, wünsche ich jetzt noch eine gute Fahrt. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.